Macht's gut. Tschüss. Bis dann. Schön, dass ihr da wart. Gut. Herr Regisseur, kann ich mich erst ums Publikum kümmern? Ja. Ach, oh, das ist ja nett. Jetzt komme ich. Wir starten wieder mit Applaus. Bravo! Sonderfahrscheine. Liebe Gäste, liebe Freunde, meine lieben Fans. Es gibt heute Sonderfahrscheine, denn hier, und das will ich euch ganz ernsthaft sagen, werden die Weichen heute ganz neu gestellt. Seid nicht sauer, wenn ich meine Straßenbahn nicht mithabe, aber wenn Weichen neu gestellt werden, braucht man unbedingt, nehme ich mal her, einen Weichensteller für jeden. Einen schönen Weichensteller. Oh. Gäste, meine wunderschöne Frau. Hast du dir eine Bluse gekauft extra? So. Die Weichen sind heute abgedreht, weil so da so kein noch ein Weg war. So, jetzt, warte mal, du bist doch sonst daheim immer fahren. Kannst du mal was so die Brille verteilen? So, hier stehen wir jetzt mal ein paar rüber, damit es nicht so lange dauert. Hier, die Brücke, und trinken wir. Die kann ich doch mal so fangen, das Land, oder? Hier gibt's was. So. Da hat er nicht. Ich wechsle dann jetzt immer schlecht, wenn man nicht kriegt. So. Hat jeder jetzt? Ich bin noch immer. Ich bin jetzt schwer, weil ich so faul gucke. So. Aber jetzt haben alle. Wir wollen mal sein. Sonderfahrscheine. So, jetzt haben wir einen. Jetzt sage ich euch gleich die Künstler. Ihr habt keine Ahnung, wer heute alles kommt, aber die kommen. Die kommen richtig. So, jeder macht hier eine Flasche erstmal auf, als Anfänger. Jeder schaut seinen Nachbarn mal in die Augen und sagt ihm mal, du bist ein sehr schöner Mensch. Siehst du, jetzt habt ihr das Lachen schon gelernt. Das brauchen wir heute. Wir brauchen euer Lachen, wir brauchen euren Beifall. Und ich hoffe, es war niemand schlecht. Wenn es jemand schlecht werden sollte, ruft du mich, dann kriegt du noch ein Beispiel. Jetzt, es ist der Wahnsinn. Wenn sie diese Ausländer, dauernd diese Ausländer, können so schön sein. Was? Ich habe für sie eine Österreicherin. Nach der chinesischen Astrologie, komm her, meine liebe Österreicher. Du bist heute der Star. Ja. Du musst jetzt runter. Hallo. Nach der chinesischen Astrologie ist sie im Jahr des Pferdes geworden. Als ich sie heute das erste Mal gesehen habe, habe ich gesagt, eine Edelstute. Deswegen schwitze ich besser, ich musste noch mal nach Hause und habe so von meinem Sattelzeug geholt. Also, Evelyn Weinzell, den Namen müsste auch erstmal werden. Aber weil ich ein ehemaliger Gastronom bin, habe ich immer an Weinkarte gedacht. Ich hoffe, wir weinen heute nicht. Sonderapplaus für Platz. Und jetzt kommt ein schicker junger Mann, der ist beweglich, der hat immer was drauf. Uwe Kinsen! Uwe ist kein Pferd, Uwe ist eine Ratte. Chinesisch. Eine hochintelligente Ratte. Ich sage noch mehr zu dir. Ja. Du wirst solche Dinge von mir erfahren, die du selber bis jetzt noch nicht erfahren hast. Nein, um Gottes Willen. Ja. Was sagst du zu dieser Nachbarin? Ja, die habe ich mir ja extra ausgegeben. Und Gott sei Dank vom Fernsehballett, also losgeeist und so. Ja. Wir müssen wieder in die Kamera, wir sind ja so verdammt schwer mit uns. Und das ist Uwe Jensen. Kennt ihr den? Ja. Heute werde ich ihn von der besten Seite kennenlernen. Bitte schön, nimm Platz. Der Sohn vom Alten Jens. Dieser Eden. Ja.
Ja, wenn du sicher bist, gut. Ja, was gehört dazu im Leben? Wenn es was schief geht, wenn die Blumen nicht so richtig blühen oder irgendwas, man braucht immer eine gute, eine fantastische Gärtnerin. Und das ist Katharina Gärtner. So, ich mache jetzt Feierabend. Gut, Katharina, du erfährst von mir, was du bist nach der chinesischen Astrologie. Wir wollen es ja auch noch ein bisschen spannend halten. Okay. Ja, auf alle Fälle bin ich sehr froh, dass du heute hier zugestiegen bist, dass du mit uns mitfährst und dass du dem Publikum ab jetzt schon gefällst. Und jetzt, meine lieben Gäste, jetzt kommt ein Hotelbesitzer. Ich bin heute zweimal durch die Stadt gefahren und habe gesagt, Mensch, der Anthony, der hat das Hotel Bellevue gekauft. Hier ist er, Anthony! Anthony, richtig. Mensch, du hast ja jetzt deine Visitenkarte an deinem Hotel draußen dran, ne? Das kann man so sagen. Ja, das kann man so sagen. Und der Wahrgrund ist? Silvester. Genau. Silvester mit Anthony im Bellevue Dresden. Und heute hier ja. Im Elbebar. So, mein Name ist Karl-Heinz Bellmann, Bindestrich Ernst. Und Karl-Heinz, muss aber nicht sein, lieber Ernst, wenn du das jetzt siehst, ich achte dich, ich schätze dich. Wenn ich heute hier deinen Platz einnehme, liegt das nur daran, dass ich zu viel Zeit habe. Also, bis dann, dein Bellmann. Danke.